Frohe Ostern zusammen! Ja, heutiger Karfreitag ist ja eigentlich Feiertag und ich arbeite hier quasi und nehme Video auf. Nee, Spaß. Gewicht! Ich muss schnell von der bescheuerten Einleitung ablenken. Gewicht sind 108,5, also minus 200 Gramm nur. Naja. Ist halt so. Ich hatte ein Cordon Bleu. Muss ich ja zugeben. Ich wollte mal nicht immer Hühnchen pur essen, sondern habe mir mal dieses Hühnchen Cordon Bleu geholt. Das mag ich auch sehr gerne. Ist leider paniert, aber naja, einmal in der Woche geht sowas, denke ich mal. Hat auch nicht so viel mehr. Ich glaube, 150 Kilokalorien pro 100 Gramm hat das. Also. Von der Kilokalorienzahl ist das jetzt nicht wirklich dramatisch mehr, finde ich. Na gut, sind 50% mehr als ein nacktes Hühnchen, aber auf die ganze Mahlzeit gerechnet passt das schon. Ja, ansonsten Woche gut rumgekriegt. Das ist, ja, ich weiß immer nicht, was ich so erzählen soll, weil so viel passiert bei mir nicht in der Woche momentan. Und bin jetzt ja quasi nebenbei noch am Arbeiten, studiumstechnisch, also neben Studium arbeiten und so weiter. Aber viel erzählen kann ich dazu jetzt eigentlich nicht, glaube ich, denke ich. Ich weiß auch nicht, ob ich das darf. Egal. Ja, ihr müsst mal irgendwie mehr Fragen stellen. Das war letztes Mal ziemlich cool, weil ich da halt auf ziemlich viele Fragen und Aussagen halt eingehen konnte. Deswegen ist das Video auch so ein bisschen extrem lang geworden letztes Mal. Und so, wenn ich halt gar keine Postings zum Lesen habe oder zum drauf eingehen habe, dann weiß ich auch nicht, was ich erzählen soll. Weil, ja, wie gesagt, Umzug bin ich dabei, Kisten packen und so. Und ansonsten gibt es nicht viel Neues zu erzählen hier. Außer dass Ostern ist jetzt. Auf D-Max ist gerade der Karfreitag. Kar, Car. Lustiges Wortspiel. Ja, ja, 2,5 Minuten kann ich jetzt schon Schluss machen. Ich glaube nicht, sonst gibt es wieder Mecker. Wenn ich schon nur zweimal die Woche ein Video mache, dann müssen die auch irgendwie länger sein. Aber womit soll ich die denn füllen? Verdammt nochmal. Ja, was habe ich gegessen? Zum Beispiel Hühnchen. Hey, guck an, Hühnchen hat er gegessen mit Gemüse. Wow. Und ein Cordon Bleu, wie schon erwähnt. Ja, da habe ich mich ja selbst gespoilert. Verdammt. Gewaschen habe ich gestern. Geschirr habe ich auch abgewaschen. Alles gemacht. Ja, Ich hoffe mal, ich muss hier nicht renovieren, wenn ich hier ausziehe. Aber ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist nach aktuellem Recht. Ihr könnt mir mal als quasi Schwarmintelligenz, ne, könnt ihr mir mal verraten, was ihr so wisst von wegen Katzen und Mietwohnungen. Zählen Katzen jetzt zu Kleintieren und dürfen immer mitgenommen werden, auch wenn da steht, Haustiere nicht erlaubt? Oder sind Katzen, ja, zu quasi den Hunden mitzuzählen als, weiß ich auch nicht, was ist das dann, Großwild? Also das Kleintiere, ich habe mal gehört, Kleintiere geht nur bis zur Kaninchengröße und alles darüber ist kein Kleintier mehr. Und das heißt, wenn es kein Kleintier ist, dann fällt das auch rein in diese Regelung, dass wenn da steht, Haustiere nicht erwünscht, dass da keine Haustiere, also keine Katzen mit rein dürfen. Da gab es aber mal irgendwie so eine Sache. Und dass Katzen von den kleinen oder dass Katzen auch Kleintiere oder als Kleintiere zählen und trotz dieser Formulierung keine Haustiere erlaubt, ja, gehalten werden dürfen. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Wäre nett, wenn einer von euch Erfahrungen hat damit und ja, hieb- und stichfeste Beweise, ja nicht Beweise, aber Erfahrung halt, mir das mal irgendwie hier so in den Thread zu schreiben oder in die Kommentare, egal wo. Hauptsache, ich kriege das. Das wäre ganz gut, das mal zu wissen. Weil traurigerweise fallen echt 80% der Wohnungen bei einer Wohnungssuche raus, weil keine Haustiere erlaubt sind. Schrägstrich Katzen, in meinem Fall. Hab ja zwei von den Kackviechern. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, was ich an Streu kaufen muss, ist nicht mehr feierlich. Naja, gut. Die sind auch, wo sind sie denn? Wo seid ihr denn?
Da sind sie ja. Ich weiß nicht, sieht man die? Mal sehen. Achtung. Miezekatze. Oh. Ja, die hat das nicht so gerne, wenn die enttarnt wird. Ja, das war die Pinky übrigens. Jo, dann habe ich ja doch. Oh, ich habe auf über 5 Minuten gestreckt. Juhu, ich bin der Beste. Ja, das war's für heute. Habt ein schönes Osterwochenende, was auch immer ihr macht oder tun werdet, wollen, müsst, wie auch immer. Ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Gewicht hatte ich, ne? Ja, minus 200 Gramm. 108,5. Yay. Jo, bis zum nächsten Mal. Also, Dienstag. Bis Dienstag. Tschüss.